Herzlich willkommen zu Klangbild Reaction mit Patrick Piano. Oh yeah, und dem Sweeney Man. Und natürlich mit euch. Was geht heute ab? Wir haben hier eine momentan sehr überdiskutierte Band. Also kontrovers. Kontrovers sowieso. Und darauf wollen wir auch gar nicht eingehen. Wir sind nicht politisch. Es geht hier nur um die Mucke und um die kreative Arbeit selbst. Wir haben hier heute Rammstein mit einem schon, weiß ich nicht, bisschen älteren Ding. Vor ein paar Jahren kam das ein raus, Jahr. Ein Jahr alt. Und natürlich auch mit einem Thema, was uns alle beschäftigt, gerade in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt hat. Angst. Ja, Rammstein auch immer bekannt für sehr, sehr krasse Videos auch, ne? Also Rammstein macht geile sehr ausdrucksstark, Videos. Bildmäßig, tonmäßig. Nicht umsonst, momentan auch seit vielen, vielen Jahren die erfolgreichste deutsche Band, auch im Ausland, auch weltweit. Schön, da sieht man es sofort gleich. Erstmal, wie geil damit gleich wieder gespielt wird. Zack, diese riesigen Flutlichter dazu. Diese grotesken Kostüme immer. Die lassen sich auch mal was einfallen. Das sind auch jetzt ihre Flutlichter auf der Bühne bei der Live-Show. Ja, es muss schon fett sein. Die machen krasse Live-Show mit viel Feuerwerk. Na, Grüße gehen raus an alle Rammstein-Fans. Ich glaube, die Jungs sind ja auch gerade auf Deutschland-Tour oder generell auf fetter Tour. Yes. Also alle, die da noch eine Karte haben, Leute, genießt für uns mit. Ich glaube, Europa-Tour, ja. Würdest du die Jungs hier live reinziehen? Natürlich. Natürlich! Ja, ich aber auch. Kannst du aber glauben, Leute. Okay, Rammstein hier mit Angst. Los geht's. Ja, geil, dieses bildliche Spielen auch mit dem Rot. Ja, gehen wir natürlich gleich drauf ein. Sehr, sehr bildstark, sozusagen der 60er Jahre Standard-Stereotyp, so Garten, Mähen, Häuschen, den Nachbarn grüßen. Eigentlich gar nicht verkehrt. So, Häuschen, Nachbarn, Garten, why not? Aber hier wird natürlich hart drauf angespielt. Im Hintergrund sozusagen gleich die Fäden. Ein erstrebenswertes Leben. Ja, so dann auch hinten so die roten Fäden dazu, die Computer. Mal gucken, wo es hingeht hier. Sehr, sehr schön. Zu die Hardcore-Chili, da jetzt geht's ab. Schön im Takt gehalten alles, auch visuell hier. Ja, die Produktionsweise von Rammstein ist ja auch immer, dass die Gitarren direkt raufgeschnitten werden. Also ja. Die sind alle wie ein Brett. Definitiv. Die machen Brettermucke so. Ja. Auch mit krassen Texten einfach mal. So, es ja. Ist definitiv FSK 18. Sollte man meinen. Sollte man meinen. Ne? Geht aber durch. Geht aber durch, sagst du, alles klar. Ja, ziemlich krasse Künstler. Also. Auch sehr viel Statisterie hier mit bei. Okay, es geht hier erstmal gleich deep in die Psyche, Kindheit und so. Werden wir jetzt nicht viel zu sagen, erstmal ein bisschen weiter reinschauen, aber auch ganz toll hier. Ne, so die Cheerleader erst sozusagen Hannibal Lecter-mäßig gehalten bei der Überführung. Ziemlich krass, macht natürlich auch Spaß, sowas zu spielen bei Videodrehs. Ja. Also nicht umsonst arbeiten da auch so viele Leute mit. Ne? Grüße gehen raus. Ziemlich cool. Yes. Kreismusik hat es ja produziert, so finde ich ziemlich geil. Ja. Auch dieser schwarz-weiß Look mit diesen roten Elementen drin, also das Rot reduziert. Ja, so ein bisschen an Licht erinnert mich das auch, an so diese Anime-mäßig, so hier, wo wurde mit auch viel gespielt, Quentin Tarantino-Film. Ah, wie ist es, wo sie da abgeht? Kill Bill. Kill Bill. Kill Bill. Ja, da ist man auch mal wieder so eine Szene, sehr, sehr eindrucksvoll. Natürlich, Rot ist eine Signalfarbe. Blut ist rot. Ne, rot ist sozusagen ganz, ganz instinktiv auch in uns drin. Alarmfarbe, Signalfarbe etc. Der schwarze Mann, er wird dich holen, wenn du nicht folgst meinem Gebot. Und das glauben wir bis heute, so in Angst sind Land und Leute. Schön, wie er darauf anspielt, auf die kirchliche Zeit, wie die Menschen natürlich immer an Angst gehalten werden, um sie zu formen, zu nutzen, auszunutzen, für was nicht alles, bis hin zu den schlimmsten Kriegen. Es ist schön, dass er da auf dieses Psychologische eingeht. Aber im Endeffekt ist es ja gerade die Neuzeit. Ne? Also sprich sozusagen, ist da, wo du so schön meintest, in den 60ern beginnt es mit Haus und Hof. Mhm. Bauen, da setzt er, glaube ich, an, aber es ist durch die Medien. Und die Medien sind ja jetzt hier auch mit den
mit dem roten Kabeln. Ja, diese Vernetzung halt, ne, diese Anspielung darauf. Natürlich, es ist wie sagt man so schön, der Neffe von Freud, Edward Bernays, hatte Massenpsychologie für Bevölkerung und Volk geschrieben. Wir könnten da ja geschichtlich jetzt echt deeper drauf eingehen. Man darf nicht vergessen, das ist mit eins der gefährlichsten Bücher auch irgendwo auf der Welt. Goebbels benutzte es schon und auch viele andere Menschen, die nichts Gutes im Sinne haben, ja, benutzen dieses, um ihre Gesellschaften zu lenken. Ja, es sind halt psychologische Muster. Menschen genau, sind halt Menschen. Und das werden sie auch bleiben. Deswegen dreht sich immer alles um Bewusstsein. Sicher. Deswegen machen wir auch ein bisschen hier diese Sendung. Aber darauf wollen wir gar nicht so Bewusstsein zu tief eingehen. Genau. Und euch auch ein bisschen einfach mitzunehmen. Etwas, ne? Schlimmes wird geschehen. Das Böse kommt, wird nicht mehr gehen. Und die Furcht wächst in die Nacht. Tür und Tor sind bewacht. Und alle sind mit diesen Kabeln verbunden, ne? Also ja, das heißt sozusagen the brain. Na, es hat auch dieses, wie in älteren Filmen, auch immer dieses typisch diktatorische, so gerade diese ganze Szenerie, genau, ne? Die das Leute ist ja werden auch gelenkt, so auf, auch wie er da so hingestellt wird und, oh, und ne, so. Der Psychopath-mäßig schon. Ja, so der dann aber die, so die Rede schwingt und alle ja müssen gehorchen, Style und so. Es hat sehr, sehr viele Anspielungen, natürlich auch in die heutige Zeit. Es hat auf geschichtliche Muster Anspielungen, auf verschiedene Systeme und auch, wie schnell sowas auch kippen kann. Kleiner Denkanstoß, Grüße gehen raus an alle Star Wars Fans. Ich sag nur, ne, Kanzler Palpatine, später der Imperator. Es war auch erst die Republik, dann kam Befehl 66. Die Jedis wurden abgeknallt, waren die Bösen. Und dann kommt dann diese Hybris, dieses erst, wenn ich alles regiere, kann Frieden sein für immer. Und das denken die Menschen meistens nicht alleine. Und ist nicht bis zu Ende gedacht. Und dann passiert sowas wie bei jeder Schlacht, beide haben einen Plan und dann geht's los. Supi. Meistens auf Kosten der anderen. Die Rücken nass, die Hände klamm, alle haben Angst. Auch krass. Ja, dieses so Leiten durch Angst. Rangeklebt so. Ja, geil. Naja, gerade in der heutigen Zeit, wir erinnern uns jetzt auch an die Corona-Jahre. So, ne, natürlich auch, was da abgelaufen ist und was da auch an offiziell an Falschmeldungen verbreitet wurde, wo sich natürlich alles rausgestellt hatte, dann es war nicht so, ist ja auch okay. Man darf sich ja auch irren, aber krampfhaft dann an was festzuhalten und ihr müsst es alle jetzt weiter glauben, am besten, damit man noch schön abcashen kann. Es geht halt gar nicht. Aber es war auch so eine Zeit. Alle klebten vor den Bildschirmen, vor ihren Handys. Und blieb einem ja auch nicht viel anderes und übrig. Und überall wurde man, selbst als die Nummer schon, als der Drops schon gelutscht war, wie man so schön sagt, wurde man ja weiter noch damit penetriert, egal wo, auf welchem Äther und überhaupt. Und dann kommt irgendwann ja auch einfach mal gut, Leute. So. Ja. Aber so dieses, ja, ne, über den Bildschirm Sachen den Leuten im Kopf machen. In Dunkelheit schleicht er. Seine Stimme ist auch hier wieder ein Knaller. Ich mag doch gerade sein Gesicht hier. So, ne, dieses, hier kommt viel mit rein. So. Viele Gruselelemente auch. Ist wie auch ein bisschen so der Tod der Muerte, den wir schon hatten. Ja, ja. Aus den südamerikanischen Volksfesten. So, sieht so ein bisschen danach aus. Aber es ist natürlich schwarz-weiß, aber... Mhm. Erinnert mich ein bisschen daran. Das ist halt schön, ne? Wie könnte man sowas machen, was sozusagen dieses Rückeffektblende da, also, das ne? Also du drehst sozusagen das Schwarz und Weiß dann um. Ne? Genau, das ist invertiert. Ja, genau, ist invertiert, so, dankeschön. So, das heißt sozusagen, Schwarz wird Weiß und Weiß wird Schwarz. Aber sie erzeugen... Das hat einen Gruseleffekt. Ja, na, sie erzeugen halt auch damit mit einfachen Mitteln auch wieder ein schönes gesamtes Bild sozusagen, was auch sehr eindringlich geht. Auch Bilder sind gekoppelt mit Gefühlen. Klar. Ne, man sagt ja nicht umsonst. Ein paar Sachen haben sich auch etabliert, ne, über die Zeit. Sozusagen ja. Viele Gruselfilme arbeiten mit dieser Stilistik. Natürlich. Ja. Guck mal, an was erinnert einen auch gerade so das Gesicht, auch so ein bisschen an die Scream-Maske. Ne, so dieses, voll. Ja, ich finde auch ganz so einen Totenkopf so ein bisschen. Ja, das ist sowieso. Oh, genau, ganz klassisch, der Piratentotenkopf-Style auch. Definitiv, super. Ja. Heran. Schöne Jahr. Bist du nicht brav, fasst er dich an. Traue keinem Fremden dann. So viel Albtraum, so viel Wahnsinn. Ja, auch schöne Anspielungen sind dieses halt, dieses Angstmachen und dann, ne, dann kommen, jetzt kommen die Ziegelsteine, die Leute fangen zum Mauern zu bauen, sich abzuschotten von dem, was dir Angst macht, anstatt sich vielleicht damit zu beschäftigen. Und das Einzige, womit man... Hier ist auch gerade schön zu sehen, wie sie eingeschmiert werden, wie ja, sie eingelullt werden. Eingeseift und wie man so schön sagt, so, ne, einen eingelullt, eingeschmiert, sehr, sehr schön. Das Einzige, was, und das wissen wir, als Eltern bringen wir das auch unseren Kindern bei, das Einzige, was deine Angst lindern kann oder stoppen kann, ist Wissen.
Kleines Beispiel, Monster unterm Bett. Also schnappt man sich Sohnemann oder Tochter, guckt gemeinsam unterm Bett nach und zeigt, da ist kein Monster unterm Bett. So, okay. Ne? Zum Beispiel jetzt. Sehr einfaches Beispiel. Aber ich glaube, ein einfaches Beispiel halt. Und ne, durch Wissen. Ne? Wir hatten gerade das Thema Corona ganz kurz. Und da ja auch, im Endeffekt erst, als wir immer mehr darüber wussten und wussten und wussten, hat sich natürlich auch die Angst bei den Menschen immer mehr eingestellt. Okay. Gott sei Dank auch. Kann ja ewig so weiter. Und so glauben wir bis heute, schwer bewaffnet ist die Meute. Ja genau, das ist was wir meinen. Sie können es nicht lassen, schreien Feuer in die Gassen. Schreiben Feuer in die Gassen? Nee, schreien Schreien Feuer. Feuer. Schreien Feuer in die Gassen. Ja. So wie früher, Medien, Feuer frei, weißt du? Also so die Medien schreien Feuer in die Gassen, dachte ich so ein bisschen. Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt, ich glaube, es geht schon um... jetzt meine Interpretation gewesen. Mach nochmal zurück. Es geht, glaube ich, schon um den Effekt, dass die Leute so weit manipuliert sind, dass sie dann also schon bis zu den Waffen greifen aufgrund von der Angst. Mhm. Das sind ja psychologische Muster. Das ist ganz klassisch Psychologie-Grundkurs, Umgang mit Angst. Grundkurs würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. Ja, es ist jetzt halt nicht hohes Psychologiestudium, sage ich mal. Es ist jetzt schon, wenn du, sag mal, wenn du auf dem Kolleg bist oder auch in den höheren Klassen, kannst du ja Psychologie belegen. Ich persönlich wäre dafür, dass spätestens ab der Oberschule Psychologie als Schulfach etabliert wird. Alleine auch, um all diese ganzen Werbungspsychotricks zu durchschauen, gerade Jugendliche und Kinder sind da sehr, sehr anfällig für. Das darf man auch mal nicht vergessen. Aber wie gesagt, wir sind hier kein politischer Kanal. Worauf wolltest du hinaus? Aber dass es halt so weit geht, dass sie schon feuerfrei in allen Gassen schreien. Also ne, sie sind schon auf den Straßen, sie greifen schon zur Waffe aufgrund von der Angst, die jetzt, hier wird zumindest so gezeigt, anscheinend über den Bildschirm kommt. Also andere Leute erzählen ihnen das und sie sind mittlerweile schon so voller Angst, dass sie zu den Waffen greifen. So habe ich das verstanden. Bildlich schreibt uns in die Kommentare, wie ihr es verstanden habt, Leute. Bildlich wird es ja hier gerade so aufgebaut, dass sie eine Mauer hochziehen. Genau, aber auch die Mauern zum Nachbarn. Genau, naja, Mauern zu der ganzen Umwelt. Ne? Das kann man natürlich auch also so sehen. Komplett Abschottung. Also. Ja. Ja. Okay, gut, lass mal weiter reinschauen. Das ist ja gerade sehr interessant hier geworden. Sie können es nicht lassen, schreien Feuer in die Gassen. Und die Furcht wächst. Ich denke sowohl als auch. Gar kein Auge zu. Und die Mauern werden immer höher gezogen. Ja. Und jetzt wird noch oben die Kamera angebracht, damit auch beobachtet wird, dass alles seine Richtigkeit hat. Ich mag die Tiefe oft auch in den Texten bei Rammstein. Es sind ja schon, sie trauen sich ja auch richtig krasse Sachen anzusprechen. So. Was natürlich auch, also zum einen finde ich, Musiker sollten das sowieso immer machen. Ja. Wir haben das in der Literatur, wir haben es in der Musik, wir haben das in allem. Es sind die Poeten, die den anderen Menschen Bescheid sagen, was hier abgeht. Und die guten Lehren über die Jahrhunderte und Jahrtausende bewahren. Und in dem Fall Rammstein hier halt nämlich auch. Und wenn man sich anguckt, worum das hier gerade geht und jetzt natürlich auch... Klar, wir wissen ja, was hier alles auch gerade abläuft, auch gerade in Europa und so. Und natürlich... Es ist wie nach einem Lehrbuch im Endeffekt. Es gibt nicht nur ein Lehrbuch darüber, wie man Menschen manipulieren kann. Es gibt etliche Bücher. Und das menschliche Wesen das ist Buch, ja bekannt. So, und dieses kannst du natürlich manipulieren. So, das steht völlig außer Frage. Und wer was Buch, anderes denkt, sorry, bitte nochmal Bücher lesen gehen. Das Buch, was du vorhin angesprochen hast, das Propaganda, ist ja auch mittlerweile schon ein paar Jahre alt. Also das war noch nie anders. Früher war es der Marktschreier vom König. Da hat es mittlerweile, hat sich das ja noch ein bisschen weiterentwickelt. Ja, ich hatte mal jemanden sagen hören, auch jemand geschichtlich, der meinte, weil wir jetzt gerade wirklich bei solchen finsteren Zeiten sind, Goebbels hatte damals nur Radio und ein bisschen Fernsehen. Ja. Glaubst du, was der heute gemacht hätte? Der hätte mit der Zunge geschnallt. Mit dem Internet. Oh, mit dem Internet. So. Nein, keiner hat vor, eine Mauer zu bauen. Aha, was sehen wir hier gerade? Okay, Leute, weiter geht's. Genau, und die Chili da mit den Maschinengewehren schon. Du musst sie dir holen, wenn sie jung sind, ne? Naja, so läuft der Aal, Alter. Einfach widerlich. Aber schön, dass sie es in der Musik ansprechen und dann auch so bildlich zeigen. Und dann wird auch gleich das Geld noch reingeschmissen. Ja, naja, klar. Also. Ich finde auch die Kontroverse so ganz schön. Starke Bildsprache. Naja, die Frauen an den Waffen und die Männer so, weißt du, so weichgespülte, so, ich bezahle euch sogar dafür. Okay, es sind wirklich harte Bilder hier kann man so hart. Ich sag jetzt mal,
auch rein interpretieren und das ist natürlich auch gewollt. Das ist ja auch ganz gezielt gewollt. Man will auch provozieren, man möchte, dass die Leute, die das sehen, darüber auch nachdenken. Genau das tun wir ja auch gerade mit euch zusammen. Laut. Da gibt's das Baby. Ey, wirklich, Leute, ohne Worte, schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr diese Szene auch empfindet. Ich bin da sehr gespannt drauf. Auch wenn wir es nicht schaffen, alles zu beantworten. Manchmal haben wir hunderte Kommentare, müssen die dann auch in den Translator schmeißen und so. Es ist schön, dass euch, ich sag mal, mittlerweile wirklich weltweit die Sendung gefällt. Ne? Ja, so viel Angst haben, dass man am besten selbst schon zur Waffe greift. Hey, jetzt sind sie alle bewaffnet. So. Ja. Die Eskalationsstufe nimmt die nächste Stufe. Im Endeffekt ist eigentlich gar nichts passiert. Das ist auch das Schöne gerade bis jetzt. Es ist nichts passiert. Ja. Aber hey, wir haben schnell Angst in Mauern investiert, wir haben in Kameras investiert, Stacheldraht und an Waffen. Und nein, keiner bereichert sich daran. Ist klar. So, aber schön, wie offensichtlich es sie gemacht hat. Wer hat Angst vom Schwarzen Mann? So rasten die doch bestimmt da aus im Video. Naja, wollte doch sagen. Und dahinter die jubelnden Cheerleader. Und die jubeln und feuern noch an. Die zeigen es so schön, diese Hybris des Menschen. Oder. Ja. Aber weißt du, nicht nur heute, in jedem Jahrhundert, wie du vorhin meintest. Früher war es dann halt der Marktschreier. So, weißt du, oder nehmen wir die katholische Kirche zu ihren finsteren Zeiten, die Inquisition, die Heiden, alles, was nicht Kirche war Heide. Nehmen wir Griechenland, Athen, die Barbaren. Alles also war ne Barbar, was nicht wir ist. So. Na, das nenne ich aber demokratisch, das nenne ich aber gleichberechtigt. Wie gesagt, da fällt mir nur ein, ne? Hirnschrauben, Leute. Jeder hat irgendwo eine, man sollte nicht zu fest dran drehen, denn nach fest kommt ab. Alter Handwerkerriegel. Grüße genauso an alle Handwerker mal hier an der Stelle. So. Aber die Bilder halt sehr geil wieder, ne? Die Mauern werden eingerissen. Ja. Alles wird eingerissen. Und alles ein, zerfällt schön. Ein in sich zusammenfallendes System, ja. Ja. Auch wieder krass gemacht. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja. Und die Furcht wächst in die Nacht, wenn gar kein Auge zugemacht. Die Rücken nass, die Hände klamm, alle haben Angst. Ja, und alle reißen rund. Was für ein geiler Übergang, visuell, auch musikalisch. Ganz, ganz groß. Machen wir nochmal kurz zurück. Das möchte ich nochmal genießen. In die Angstmaske aus dem Fernsehen. So. Ja, und auch so. Der Tod hat sie alle geholt. Ja, heißt nicht umsonst. Den Mutigen gehört die Welt, ne? Angst und ihre Auswirkungen. Es ist unglaublich. Angst und ihre Auswirkungen, es ist unglaublich. Und hier wird die Angst erstmal gegessen. So. Ja, es ist übertrieben krass, was sie hier machen, definitiv. Von den Bildern allein sehr, sehr, sehr eindrucksvoll, sehr stark. Gut geschnitten, gut gemacht, gut gespielt, auch von allen Beteiligten. Also ob jetzt nur die Cheerleader oder ich sag mal, die Dudes, die da so ein bisschen die Weichgespülten und dann aber ab in den Kriegstapfenden spielen. Und jetzt, das ist alles Rammstein. Das sind die alle selbst? Ja, das sind die alle dann selbst. Haben. Okay, ich erkenne die schon fast gar nicht mehr, wenn die nicht richtig krasse Outfits anscheinend anhaben. Ja. So. Heftig, habe ich gar nicht erkannt. Top, Jungs, wirklich. Sehr, sehr gute Arbeit. Auch wieder so ein krasses Bild. Auch hier schnell mit dieses schnell Vorspielen, so krasse Rhetorik, so sozusagen den Moment verdichten, finde ich krass. Ja, die wissen schon sehr gut, sich auch in Szene zu setzen und das auch sehr, sehr ausdrucksstark. Oh, okay. Ja, das ist, jetzt geht's noch weiter. Ich denke, das war's jetzt.
wie immer. Schön nochmal so die anderen Einblicke. Noch ein leichter Abspann hier. Ist aber auf jeden Fall auch krass. So. Alle sitzen sofort. Schön. Ja, darf man ja heute nicht mehr sagen, was sie essen. Heute nennt man es Schokoküsse. Da, auch eine sehr krasse Anspielung. Überblendung in ein und Handy. Und weiter. Von genau, und sie sitzen da und gucken sich die an. Es ist einfach genial gemacht. Welch Geniestreich. Definitely. Ganz, ganz großen Respekt. Ja, durchaus. Sehr eindrucksvoll, sehr stark. Auch wir sind geflasht, ja, definitiv kann man sagen. Und auch in unserer Reaction heute mal irgendwie deeper gegangen als meistens sonst. Ja. Aber natürlich, wenn Lieder so starke Ausdrucksbilder haben und natürlich auch so einen krassen Text, worum es ging. Wir hatten hier auch schon öfter Leute, die sehr krasse Texte haben. Zieht euch Rant zum Beispiel rein. Das ist das dritte Kapitel, was wir reacted haben. Wir werden das erste und das zweite bestimmt auch noch reacten. Gibt uns so ein bisschen Zeit. Auch da über heftig. Wahrscheinlich auch Geschichten aus der Realität. Ich weiß nicht, ob es aus seiner ist. Aber gut, das ist eine andere Sendung, ein anderes Thema. So, Leute, das war's von uns. Checkt Sweeneyman Beats, wenn ihr Lust habt, online Piano zu lernen. Link ist unten in der Beschreibung. Schreibt mich an. Meine E-Mail-Adresse findet ihr über meinen Kanal. Schreibt mich einfach an, ich werde antworten, auch wenn es vielleicht eine Woche oder zwei dauert. Auf jeden Fall, das war's von uns. Ja, und wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann unterstützt uns mit einem Kaffee. Ja, gerne. Immer gern. Grüße gehen noch raus an alle Kaffeetrinker da draußen. In dem Sinne, einschalten, liken, weiterverteilen, hittet die Glocke, abonnieren nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir wollen unbedingt die 1000 Abonnenten knacken auf beiden Kanälen. Helft uns bitte dabei. Und ansonsten sagen wir vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und deine natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.